Herr Regierungsrat Quadra, eineinhalb Jahre nach dem Nein der Stimmbürger zu Späß 1 hat die Regierung eine Revision des Schulgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Welche sind denn die größten Änderungen? Ja, zuerst würde ich mal erwähnen, dass die eineinhalb Jahre auch notwendig sind, dass man sich eine gewisse Zeit gegeben hat, weil es ist notwendig, sehr viele Gespräche zu führen, und wir haben ja auch ganz strukturierte Prozesse gemacht mit der Analyse von der Volksabstimmung, mit strukturierten Gesprächen, Bildungsgesprächen, aber auch mit der Grossgruppenmoderation. Und es hat einfach gezeigt, dass gerade auch der Emotionalwahlkampf oder Abstimmungskampf, muss man sagen, doch, polarisiert hat, und es ist auch darum gegangen, jetzt einmal in diesen eineinhalb Jahren da versuchen, die Gruppierung auch wieder zusammenzubringen. Und ich glaube, dass man jetzt einen wichtigen, konkreten Schritt machen kann, indem dass man die Teilrevision vom Schulgesetz in die Vernehmlassung schicken kann. Und jetzt komme ich auf die konkrete Frage. Es ist ja so, dass wir gesehen haben, die Dreigliedrigkeit sei vorausgesetzt, dass wir eine bestehen lassen würden mit dem Vorschlag, den die Regierung in Vernehmlassung gibt, dass wir aber parallel oder ergänzend dazu Möglichkeit schaffen möchten, dass man eine neue Schulart einführen kann, und die soll neue Sekundarschule heissen. Das soll in dem Sinn Vielfalt noch vergrössern in unserem System, dass wenn Schulen ein gutes Konzept haben, dass sie das bei der Regierung beantragen kann und die Regierung letztendlich dann entscheidet, ob sie so eine neue Sekundarschule bewilligt oder nicht. Wichtig scheint mir auch der Fakt, dass es nach der 8. Schulstufe noch einmal einen bewussten Entscheidungsprozess gibt. Es ist ja die Schnittstelle zwischen der Sekundarstufe 1 und der Sekundarstufe 2, und dass man dort als Kind, als Eltern, als Lehrer noch einmal einen bewussten Entscheid fällt, soll ich richtig gymnasiale Matura gehen oder soll ich richtig Berufsbildung gehen. Es ist, der Hintergrund ist der, dass wir uns erhoffen, dass es, wie gesagt, die Selektionsproblematik nach der 5. Stufe, also nach der Primarschule, ein Stück weit entschärft, weil der Schüler sieht, ich habe eigentlich noch 3 Jahre später, also nach der 8. Stufe, noch einmal die Möglichkeit, ganz bewusst zu wählen, gehe ich den Weg oder gehe ich den anderen Weg. Was auch in der Vernehmlassung drin ist, ist die Verankerung von der Sportschule, die rechtliche Verankerung, und wir haben uns auch bei der neuen Sekundarschule leiten lassen vom Funktionieren von der Sportschule. Also die Prinzipien, die dort erprobt sind, sollen letztendlich nachher auch für die sogenannte neue Sekundarschule gelten. Eben diese neue Sekundarschule, in Anlehnung wahrscheinlich an die neue Mittelschule in Österreich, die durch Blenden funktioniert, ist das Späß durch die Hintertür? Nein, es ist es ganz sicherlich nicht, weil ich glaube, der Vorwurf bei Späß war der, dass man gesehen hat, das wäre von oben verordnet gewesen, dass man alle Schulen praktisch, ich sag's jetzt, zwingt, also, eine neue Schulart zu führen. Und das ist jetzt ein ganz flexibles System, wo man sich ein Projekt anschauen kann, einen Schulvorschlag anschauen kann, sagen, wohl, das überzeugt uns oder es überzeugt uns nicht, und dann bewilligen oder nicht bewilligen. Also es ist bei weitem nicht das, was Späß gewesen wäre, weil es wäre wirklich ein Gesamtkonzept gewesen über alle Schulstandorte, und das ist ein flexibles, variables System. Nachgedacht wird im Bildungsministerium bei der Regierung auch über die Finanzierung, künftige Finanzierung des Bildungssystems. Erbprinz und Fürst sprechen sich immer wieder für Bildungskonten, Bildungsgutscheine aus. Was hält da der Bildungsminister davon? Ja, ich denke, es ist eine Frage, die man sehr intensiv und genau anschauen muss. Und wir möchten das auch, indem dass wir andere, also Staaten, die das schon eingeführt haben, dass wir das einmal schauen, wie das funktioniert, ob das Modell wären, wo man bei uns übertragen kann. Vielleicht adaptierte Modell, das muss ja nicht eins zu eins das Gleiche sein. Und zu dem Zweck möchten wir auch das einmal wissenschaftlich aufarbeiten lassen und nachher aber auch in einem breiten gesellschaftlichen Dialog mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Schulen, dass wir da mal einen Diskussionsdialog starten. Und da möchten wir nach Möglichkeit, nach Abschluss von der Vernehmlassung, die wir jetzt genehmigt haben, den starten mit dem Beginn vom neuen Kalenderjahr. Was spricht dagegen, dass man Privatschulen besser finanziell entschädigt? Wir haben momentan ein sehr gut ausgebautes öffentliches Schulsystem, und muss aber auch sagen, dass Privatschulen durchaus auch Motivation und Motivator sind für das öffentliche Schulsystem, und dass man sich auch daran mal abschaut, was die privaten Schulen machen. Ich glaube, momentan sind wir mit dem öffentlichen System gut aufgestellt. Wir unterstützen in einem kleineren Rahmen die privaten Schulen, und ich denke, dass wir an dem System jetzt einmal festhalten werden.